So, willkommen zurück zu Let's Play Limbo. Wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben. Zumindest so halb. Diesen kleinen Teil muss ich jetzt nochmal spielen. Ja. Ne? Und so. Gut, also den Kasten müssen wir hier erst nochmal. Oh. Abmachen. Und kommen wir gleich ein wenig weiter. Gut, ich muss die Parts etwas kürzer schneiden als eine halbe Stunde oder so, weil die Parts wieder sehr groß werden. Also denke ich mal, wird es bei 10 bis 15 Minuten bleiben. Aber das wird schon gehen. Okay. Auf den Leichen stehen. Ist aber auch ekelhaft. So ein bisschen. Kann ich den hier raustragen? Okay, also. Limbo scheut sich nicht an solchen Dingen. Ach, genau. Ja, da habe ich jetzt schon mal ganz gut gehandelt, denn wir brauchen ihn. Für gleich. Aber wenn wir da unten reingehen, wir sehen da schon so eine Schnur, dann sind wir mehr als tot. Mehr als tot meine ich. Tot im Sinne von nie im Leben wiederbelebbar von irgendwelchen Hightech-Dingern, weil wir so zermatscht sind, dass einfach nichts mehr von uns übrig bleibt. Ah, Gott. Naja, zum Glück liegen wir da nicht runter. Na, oh, was seid ihr denn? Oh. Okay, interessant. Ah. Da weiß man ja auch nie, wo es hingeht bei diesen Abgründen. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Oh. Okay, das war klar. Scheinbar müssen wir auf die Mitte springen. Da ist irgendwie keine Bewegungssteuerung Dingens. Und genau hier war es andersrum. Oh, wow, das war eng, das war knapp. Ja, ihr merkt schon, das Spiel ist nicht ganz blind, es ist nur teilweise blind. Ich habe es mir mal ein bisschen angesehen, aber so, geht doch. Und rüber, hey, tot. Und was sind da für welche? Och, nochmal. Okay, jetzt schaue ich aber erstmal, was die wollen. Weil die haben nur mit irgendwas geschossen. Ne, ich muss rüber auf jeden Fall. Okay, ich muss glaube ich wieder zurück. Drei junge Leute, die uns einfach mal. Ach, das habe ich jetzt irgendwie total vergessen. Drei junge Leutchens, die uns umbringen wollen. Und eine ganze kleine Stadt an Leuten will uns auf einmal tot sehen. Ohne dass wir wissen, warum oder warum auch nicht. Oh, verdammt, spring doch. Ah, und nochmal. Ein Achievement ist zum Beispiel auch, ohne fünfmal zu sterben, das Spiel beenden. Das werde ich natürlich auch versuchen, aber das wird bestimmt nicht ganz einfach. So, genau. Jetzt müssen wir jetzt so ein kleines Rennen machen mit denen. Barsch. Schön. Schön, schön, schön. Gut, da hat sie erstmal selbst erwischt. Nach dem, ich habe nicht mitgezählt, vierten Mal, fünften Mal. Irgendwie so um den Dreh. Aber sieht schon atmosphärisch ganz gut aus. So, wo geht's hier hin? Okay, so oben haben wir schon mal irgendwie so Segelblätter oder so Zahnräder oder sowas. Hier haben wir so einen Wagen.
mit Holzpaletten drauf. Also, ich weiß, was gemacht werden muss. Es ist momentan noch nicht ganz blind. Also, es kann mal durchaus sein, dass man so Stellen kommt, wo ich nicht mehr genau weiß, was ich zu tun habe. Nein! What the hell? So, und zwar erstmal immer weiter nach oben laufen und die Schnur geht jetzt weiter nach unten. So, jetzt müssen wir schnell nach unten. Und auf dem Wagen. Das Seil. Nein! Was machst du denn? Und ich glaube, ich hatte mich beim letzten Video vertan. Wir heißen, glaube ich, nicht Limbo, sondern die Welt, in der wir uns befinden. Irgendwie in so eine Parallelwelt oder so. Ich glaube, die heißt Limbo, die Welt. Bin ich mir gerade unsicher. Ich kann auch gerade totalen Stuss erzählen, das weiß ich gerade nicht. Eins von beiden. So. Ey, ein bisschen schwingen. Ach verdammt, da muss ich mich dran festhalten. Na komm. Ach verdammt. Ja, da habe ich einen Fehler gemacht. Die Bank steht da natürlich nicht mehr. Gut, also das Ganze besteht eigentlich hier nur aus Versuchen und wenn man Glück hat, sind die Versuche auch ganz gut ausgegangen und naja, wenn was schief geht, muss man es halt nochmal versuchen. Aber jetzt wissen wir es ja. Muss an dem Seil auch noch hängen bleiben. Und zwar geht das Gewicht jetzt erstmal hoch. Jetzt geht es wieder langsam runter. Dann können wir, wenn wir das jetzt hier nochmal festhalten, quasi nochmal nach oben ziehen, das Gewicht. Wenn wir uns jetzt an das andere Seil hängen, dann geht das zweite Gewicht auch nach unten. Dann müssen wir jetzt halt beide hoch machen, ohne dass wir da zerquetschen werden. Gut, haben wir es auch wieder geschafft. Oh, was haben wir denn hier? Das ist aus wie so ein Frosch oder so, was da gerade weggerannt ist vor uns. Oh, was haben wir denn da oben? Okay, ich kann gerade nichts machen. Ich kann nur springen und schneller werden. Und jetzt? Jetzt läuft er in die andere Richtung. Okay. Er läuft gerade automatisch in die andere Richtung. Das Teil steuert uns quasi. Ich kann nur springen. So, okay. Und jetzt? Jetzt geht's wieder ins Licht und geht jetzt wieder zur anderen Seite oder was? Hm. Scheint so. Jetzt schiebt das automatisch. Okay, also immer wenn wir ins Licht gehen, geht er automatisch wieder zur anderen Seite. Und ansonsten, wenn wir nicht ins Licht gehen, bleibt er bei der Seite, die er vorher ausgesucht hat und geht dauerhaft in die. So, jetzt haben wir das Teil, diesen Parasiten, den ich hier nachher mal vom Kopf gefressen bekommen. Jetzt können wir weiter. Gut, haben wir das da gut überstanden. Wissen wir das jetzt auch, wie es geht. Was haben wir denn hier Feines? Schalter. Okay. Interessant. Ach, da haben wir wieder so ein Viech. Es sieht wirklich aus wie ein Frosch. Okay, es will scheinbar an die Pilze da oben. Was haben wir hier? Okay, irgendein Rohr. Was wir wohl ans andere Rohr packen können. Gut, und was machen wir jetzt? Okay.
Ich weiß, wie ich es mache, aber ich weiß noch nicht, wie ich es auslöse, wie ich es triggere. Quasi. Könnte man meinen. Ich gehe mal nach hier unten jetzt. Das muss ich sowieso mal hier weiter mittig hinlegen. Und hier haben wir noch eine Leiter, glaube ich. Ach, das muss sowieso ein bisschen weiter nach links. Damit ich überhaupt wieder nach oben komme. Interessant. Weil da haben wir eine Leiter. Das erkennt man ein bisschen schlecht leider. Ah, okay, so. So. Nein. Nicht ganz. Der Frosch oder das Vieh. Das muss nämlich nach links. Okay. So. Jetzt rennt sie dann nämlich von uns weg, aber nicht in die andere, also in die andere Richtung. Nicht in das Loch. Es ist in diesem Rad. Und ich habe übrigens den Zaun auch nochmal ein bisschen runtergestellt. Jetzt läuft es da drin und jetzt können wir die Bremse betätigen. Die Strom erzeugen. Aus irgendeinem Grund regnet es jetzt. So, und was heißt Regen? Wasser. Und was heißt Wasser? Wir können die Rohre weiterführen. Oder wir können wieder was mit dem machen. Und zwar fließt jetzt hier alles raus. Jetzt können wir schön das da reinlaufen lassen. Gut. Das läuft schon mal ganz gut, eigentlich. Wie gesagt, ein bisschen was kenne ich halt noch. Oh, nein. Das war blöd. Nennen wir es blöd. Okay, von hier kann ich wieder starten, das ist in Ordnung. Hey, hey, Rumgehüpfe. Okay, also was ich machen muss, ist auf jeden Fall klar, aber den. Nein, der muss weiter mittig. Aber dann komme ich hier nicht mehr hoch, oder? Ah, jetzt doch. Das hat er noch geschafft. So, warten. Mal noch ein bisschen hier rumhängen. Das Spiel hat echt eine geile Physik, muss ich schon sagen. So, und schnell. Hoppa, ja, haben wir geschafft. Gut. Und ich würde sagen, so wie wir hier im Regen stehen, ist das eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt, um einen Schnitt zu machen. Wir sehen uns also im nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit Let's Play Limbo. Bis dann. Ciao.